Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf Seven vs. Wild Teams Folge 2 und ich habe ultra Bock. Hier, das ist krass. Man sieht hier einen See, aber das ist verrückt. Das ist so krass. Wir sind in der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, weil es immer so schnell geschnitten ist. Eine Stunde reingerannt. Hardcore. Und wir waren noch nicht mal bei der Hälfte. Das ist verrückt. Das sieht von oben so einfach aus. Die Aufnahme von oben so krass. Aber das ist auch von oben. Man kann alles, was ihr hier seht, alles, was ihr hier seht, kann man nicht durch den Wald laufen. Das ist kein Moosboden oder kein Rasenboden oder keine Erdeboden. Das sind überall noch diese 3-4 Meter hohen Büsche. Das ist so verrückt. Das ist so krank. Das sieht von oben so idyllisch aus. Oh, hier ist das Meer, da ist ein Strand, hier ist ein Wald. Das ist krank. Warum ist überall das Wasser so mockig braun? Digga, Warnung, totes Tier. Naja, gut. Alter. Das sind Knochen. Digga, ich dachte, das ist jetzt ein gestern aufgerissenes Schwein oder sowas. Vogel oder sowas gewesen. Vogel? Ja, guck mal hier. Die langen, das von den Federn hier. Ja, ja. Hier. Da vorne ist der Schädel, ganz vorne. Ja. Ganz vorne. Und das war kein kleiner Vogel. Alter, das war ein richtiges. War das eine Seeadler? Ja, guck mal hier. Holy shit. Alter. Da haben sich einfach ein Adler gesnackt. Da waren so viele Adler, das ist echt toll. Das ist krass, da waren echt richtig viele Adler. Oh, richtig viele. Ja, das ist ein Seeadler. Komplett hier. Ich glaube auch nicht, dass der hier reingeflogen ist, in diesem Bereich, und dann natürlich gestorben ist. Alter, lecko mio. Also langsam entwickelt sich das ein bisschen zum Horrorfilm hier. Ja. Willkommen in der Realisationsphase. Ich krieg gerade einen Krampf im Magen. Fühlt sich nicht gut an, sag ich dir ehrlich. Es ist... Vor allem, das ist halt, also die Knochen gerade nicht, aber die Spuren sind halt frisch, die sind halt von heute. Das werden wahrscheinlich diese Küstenwölfe sein. Und wie der Name schon sagt, die sind halt spezialisiert an der Küste. Die sind halt an der Küste unterwegs. Und warum sind die an der Küste unterwegs? Wegen Knochen. Naja, und weil die aus jedem anderen Gebiet verdrängt wurden, weil die schwach sind. Du im Inland quasi nicht bewegen kannst. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist hier. Martin, geh mal bitte einmal da lang, damit wir das den Leuten mal zeigen. So, und das ist keine Kante der Küste, so ist der komplette Wald. Und das ist jetzt auch nicht was... Dahinter ist auch nicht was anderes, dahinter ist nur das. Das ist schon so ein bisschen Panama-Style. Du bist am Wasser und dann kommt so eine Wand aus Gebüsch, wo du nicht durch kannst. Das Waldspaziergänge nicht möglich. Ich weiß aber nicht, ob das bei den anderen Teams eventuell ist. Wir waren ja auf der Seite komplett offen im Pazifik. Dann gibt es ja noch, die so ein bisschen weiter im Inland waren. Und dann gab es noch so eine Insel, die so ein bisschen im Schutz war. So ein bisschen zur Seite packt. Aber der Spot von Fritz und uns ist sehr ähnlich. Das ist nicht wie ein bisschen, wir drücken das. Er sagt es schon gerade, wir drücken gerade. Ich glaube, wir haben für, ich weiß nicht, ob das drin ist. Wir haben uns auch reingeschlagen einmal. Wir haben für 10 Meter reinschlagen 20 Minuten gebraucht. Mit Plattmachen, mit dem Messer abmachen, mit der Säge weg, zur Seite drücken, mit einem fetten Baumstamm, alles weg. Es geht nicht. Es ist nicht möglich, da durchzugehen. Für kein Tier, auch nicht für einen Wolf oder irgendwas. Mal zur Seite und dann gehen wir da durch. Nee. Das ist, ey. Aber... Das ist die Pflanze, die diese Bären hat. Also wir können die Bären schon essen. Also genau, das muss man vielleicht mal noch zeigen. Genau. Werden wir später uns natürlich drum kümmern. Heute ist nicht der Fokus auf Nahrung. Kannst du essen, die ganzen Bären hier. Das sind die Blaubeeren von Kanada. Weiß nicht, wie sie heißen. Da haben uns die Inuit uns drauf vorbereitet. Die Dinger können wir essen. Werden vielleicht jetzt unten eingeblendet. 100 Gramm haben ungefähr blablabla Kalorien. Salalbeere wächst hauptsächlich an der nordamerikanischen Pazifikküste. 100 Gramm haben ca. 63 Kalorien. Mhm. Erkennbar, auch immer gut, haben wir auch gelernt. Also vorne glänzend und hinten matt. Mann, wenn ich die sehe, ne? Es darf wenn keine Zacken sehe. Haben. Ganz wichtig, gibt nämlich noch eine andere Art. Da stirbst. Cool. Die waren aber toll, weil die richtig reifen, waren richtig süß.
Vielleicht war das auch nur, weil wir nichts gegessen haben. Die richtig reifen waren richtig schön süß und die nicht so reifen waren richtig schön sauer. Und wenn du so gesammelt hast, hast du ein paar saure und ein paar süße und konntest so switchen. Ja. Was machen wir jetzt mit Unterkunft? Sind die lecker? Von allen Beeren, also ich fand die besser als, ich kenne keine Beeren. Also von allen Beeren, die ich in meinem Leben gegessen habe, also ich fand sie besser als Blaubeeren, besser als Johannisbeeren. Ich fand sie schlechter als Himbeeren, aber ja, doch, also das, die waren schon, die haben schon was. Besser noch nicht. Ich leg mich hier direkt. Also ich weiß nicht, was ich... Eigentlich so gefährlich diesmal, dass man die falschen isst. Nein, die hatten so ein Klebeklett, die hatten diese roten Stiele, die hatten, das war wie so ein Schraubenschlüssel, der perfekt reinpasst. Die waren so irgendwie vierfach oder sechsfach gespalten. Und die hatten so ein kleines Holzding in der Mitte. Die anderen blauen, schwarzen Beeren konntest du nicht verwechseln. Die hatten 1 Milliarde % andere Blätter. Da gab es keine Verwechslungsgefahr. Fies war nur, wenn die Büsche ineinander gewachsen sind. Dann hast du einmal die guten Beeren und dann sind direkt die anderen Beeren, hängen daneben, haben andere Blätter, sehen ein bisschen anders aus, aber wenn du halt im Arsch bist, dann kannst du das schon mal vergessen. Da haben wir schon getryhardet. Ich hab gerade keine Ahnung. Pass auf. Ich sag's mal draus, ja. Wenn alle anderen das auch haben, dann wird's spannend. Dann sehe ich keine 7 Teams mehr. Also ich sehe uns auch gerade sehr hart daran arbeiten, das überhaupt zu schaffen. Das ist krass. Also, das ist wirklich krass. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keine Gedanken, dass jetzt deswegen hier irgendwie die 14 Tage nicht geschafft werden. Aber es fühlt sich gerade an, wie das könnte richtig, richtig hart werden. Ja. Und Achtung, wir trinken wieder nur das, ja, und je nachdem, wie die Wolfssituation ist, könnte das vielleicht hier noch ganz anders ausgehen. Das, wie ist das für euch? Wollen wir mal, ist das für euch, wenn ihr an Kanada denkt? Denkt ihr an sowas? Nein, keiner hier, oder? Also es ist ein tolles Abenteuer. Ich wusste gar nicht, dass so ein Ort existiert. An der Kanada-offenen Pazifikküste, ein Sumpfgebiet. Crazy. Aber das ist schon ganz was anderes. Boah. Du hast auch das ganze Gefühl, irgendeiner schleicht dir hinterher. Das ist nicht cool. Knossel checkt schon mal hier einen potenziellen Spot aus. Hier liegt noch ein fetter Baum, das heißt, die Flut kommt da ganz rein. Und da vorne, ist das ein See? Bro, ich glaub, da ist ein See! Was? Ich glaub, da ist ein See! Ich komm, da ist ein See? Oh, ein See wäre... Wirklich? Ich glaub, da ist ein See. Aber wie soll ich da hochkommen? Komm! Ey, ich sag's dir. Boah, das wäre assi, Alter. Ist das echt ein See? Nein. Es wird eine wilde Zeit. Boah, es ist gruselig da. Richtiger Gruselwald. Aber da ist doch ein See. Digga, die haben ein Ufer und können durch den Wald laufen. Oh mein Gott. Komm. What? Aber ein bisschen Auge. Ich lerne nicht über den Baumstamm balancieren. Das heißt, ich muss das kurz für uns erkunden. Ich glaube, da ist ein richtig schöner See. Ich muss da runter. Okay. Wieder ein bisschen balancieren. Schaut euch das an. Juhu! Knossle! Ich komm! Sascha hat gerade. Die sind nur den Steinweg lang gelaufen, haben dann und dann sitzt. Aber ist das wieder ein. Ist das ein See? Sagen beschrieben. Was? Ein wunderschöner See! Ja! Ist das ein See? Er sagt so, komm, da ist ein See oder was? Er hat einen See gefunden. Schau, ob da Fische drin sind. Direkt mal schauen, ob da Fische drin sind. Was sonst? Ja, es kann so eine Sumpfpfütze sein, 10 cm tief, ein paar Gräser drin, kein Fischbestand und es stinkt und steht. Soll ich da jetzt rüberspringen? Oh, fuck. So viel Energie schon wieder verbraucht. Eigentlich dumm, aber ich musste jetzt rüberspringen. Jump the fuck up, oder? Oh, na, mach mal. Komm! Ich komme! Scheiß drauf. Volles Risiko. Ah. Ja, geht schon. Komm. Jan Schlappen wird lachen. Für den kleinen Sprung. Schaut euch das an. Digga, was? Was ist das für ein Spot? Digga, das ist Rasen. Jetzt bitte, dass da Fische drin sind. Da war doch ein Mensch. Alter, das war doch ein Mensch. Wer geht da herum? Das sind ja richtige Spuren. Oh, oh. Bro, ich glaub, das sind Bären! Wo bist du?
Ich glaube, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Richtig viele fette Spuren. Schaut euch das an. Wer macht solche Spuren? Das ist mein Fuß. What the fuck? Schaut euch das an. Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich. Jetzt werd ich blöd. Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Ja! Da links, rechts! Kann doch nur ein Bär sein. Das ist ziemlich safe, auch die Wölfe. Okay, neuer. Jetzt Plan B. So, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Jetzt bin ich leider. Okay, da fließt aber viel Wasser aus diesem Tümpel raus. So groß sah der gar nicht aus. Guck mal, wie viel Wasser da fließt. Kann auch so wegrollen, oder? Hup. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Ich sag, das ist vom Sicherheitsteam bei der Begehung plattgetreten worden. Auch ein guter Roll. Aber so viel, da lag schon irgendwas. Irgendwie wie lag bist da. Du denn? Ich wollte eine Brücke bauen. Ich bin, die Schuhe sind nass. Na. Sascha. Ich wollte darüber. Dann stand ich fest. Dann wollte ich da drüben eine Brücke bauen. Dann war die undicht. Jetzt stehe ich hier. Jetzt reicht's. Ich komme jetzt. Gut. Jetzt heißt es, snorken gehen. Ja. Bisschen ins Inland. Mal gucken, weil wenn hier Wasser von irgendwo kommt. Boah, also den Spot finde ich bisher auch echt scheiße. Kommt, wir wollen wissen, wo es genau herkommt. Wo wir jetzt gerade den von Knossi gesehen haben. Geil. Und wir wollen euch mal zeigen, dass es hier schon sehr dicht ist. Also entweder ist es ein kleines Bächlein, Wasserfall, vielleicht Höhle, keine Ahnung. Wir schauen mal. Wir gehen rein. Oh! Hier alles Digga. Mega hügelig, ne? Ja. Was war das? Das ist doch krank, wie das variiert. Es ist richtig steil hier irgendwie. Digga, sind Fritz und ich das einzige Team, die nicht durch den Wald laufen konnten? Ja, check das mal aus. Weiß gar nicht, ob das auf Cam so gut rüberkommt. Aber da hinten geht's einfach fast 90 Grad nach oben. So einen Wald wie hier hatten wir vielleicht ja noch nicht mal 1% und wir haben wirklich viel erkundet. Also das ist krass. Ja, wir jiggern jetzt hier erstmal durch die Gegend. So, weiß ich nicht, 200 Meter weiter oder so? Digga, ist das viel Baumaterial, crazy. Einige Meter weiter auf jeden Fall. Wir müssen auch jetzt hier irgendwie runter. Der Bach ist immer noch da unten, wir wollen ihm weiter folgen. Ja. Bis jetzt war noch kein totes Tier drin. Schon mal positiv. Meine Brille beschlägt, mein Hemd ist richtig feucht, hier ist richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Alles nass. Aber keine Mücken, aktuell. Noch keine Mücken, ja. Ja, das ist schon mal gut. Wie geil ist das, alles so wild aussieht? Das kennen wir halt gar nicht, ne? Logischerweise von Brandenburg. Verrückt. Also es ist auch viel Bauholz, aber es ist auch viel feuchtes Holz, ne? Alter. Also hier in dem Wald ist nichts trocken. Bin richtig am Ölen. Ja. Ja. Also muss man echt mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. Da stand die Luft, alle Brillen beschlagen, es ist pure Luftfeuchtigkeit. Ganz ein surrealer Ort. Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Wirklich, ganz komisch. Es war auch tagsüber relativ warm, wenn die Sonne schien. Und super feucht, also richtig so Dschungelsumpf, aber halt mit Tannengewächsen. Und aber trotzdem sumpfig und dann diese komischen Büsche, die überall gewachsen sind. Ganz verrückt, ganz verrückt. Ja, es ist ein Regenwald, aber wenn ich an Regenwald denke, denke ich so an halt, keine Ahnung, Amazonas oder so Äquatornähe oder sowas. Aber nicht, das ist für mich kein Regenwald, aber da regnet es immer und es ist ein Wald und es ist super feucht und Sumpf. Aber ja, es ist ein Regenwald. So, der Bach wird ein bisschen größer hier. Wird auch alles sehr, sehr sumpfig. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite. Links kommen wir auf gar keinen Fall weiter, es ist zu dicht. Alter, bin ich am Ölen. Hui! Ich mach den Weg frei. Jetzt nicht abrutschen, wäre auf jeden Fall gut. Aber so tief ist er auch gar nicht, sehe ich gerade. Na, tief nicht, aber. Na, wer weiß, wird ja spannend, das Ding geht. Ne? Ja. Hey Bär, wir sind laut. Hallo.
alles morgen. Das war fast der Niklas, Alter. Ja, Freunde. Holy shit. Ja, man sieht. Wir sind richtig weit weg von unserem Aussetzungsort. Und hier ist auch nass, pass auf. Yep. Bisschen weiter weg von dem See. So, okay, jetzt. Aber krass, hier ist ein See. Das ist ja schon mal gut. Der sieht gut zum Angeln. Sieht zum ersten Mal nicht aus wie braunes Mockwasser. Okay, also wir haben Süßwasser, das ist schon mal gut. Und wir können hier gut angeln, weil es ein See. Das ist natürlich die Sache, man soll ja nicht da fressen, wo man schläft. Genau, jetzt ist die Frage, ob wir an der Küste unser Lager aufbauen, auf einer gewissen Höhe trotzdem, logisch. Ja. Und dann nur zum Essen abends und früh hierher kommen, hier angeln und gleich hier Feuer machen und hier den Fisch zubereiten und dann wieder weit weg in unser Lager. Ja. Geil wäre natürlich hier, weil dann ist es total chillig mit Süßwasser und. Ich will jetzt total wissen, wie schwer war das da hinzukommen, wie lange war der Weg, wie lange sind die gegangen, wie viele Meter waren das, wie war die Beschaffenheit, wie war das Sumpfgebiet? Fisch sozusagen. Aber dann ist ja, also ist ja ein See. Hier kommen ja alle Tiere nachts hin oder am Tag und trinken. Die trinken ja nicht von der Küste, die trinken ja aus dem See. Ja. Und wie gesagt, wir sollen ja nicht da Essen zubereiten, wo wir schlafen. Das würde ja dann auch passieren. Schwierig. Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Hier hast du natürlich auch mehr Mücken. Hier ist schon mal die erste. Ja, der innere Schweinehund sagt, wir sollten hier Lager aufbauen, weil wir dann einfach hier bleiben können. Ja. Aber ja, Seemücken sehe ich auch, Alter. Oder wir müssen uns dann einfach wirklich einen guten Weg freischneiden, den man dann immer gehen kann. Also dann müssen wir jetzt, also wir gehen jetzt auf erstmal zurück zur, wir haben ja an der Küste Wasser, das ist schon mal gut. Das können wir erstmal filtern, ich habe jetzt auch Durst. Auf jeden Fall, ja. Wir müssen jetzt die Flasche auch erstmal auspacken. Und dann an der Küste vielleicht einfach gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Sweet Spot ist. Ja, also heute bleiben wir auf jeden Fall erstmal an der Küste, würde ich sagen. Wir haben Wasser, ich glaube auch, Nahrung, Alter, ist heute erstmal noch kein Thema. Ja. Und, Alter, guck dir das Viech mal an. War eine Bremse, ne? Sowas in der Art. Keine Ahnung, was das war. Irgendwas, was dich angreifen will. Ja, wir gehen jetzt zurück. Das hat, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Gefühlt, Alter, anderthalb lang. Stunden, zwei Stunden, lang. Keine Ahnung. Okay, gut. Der Sonnenstand sagt mir lang, deshalb müssen wir jetzt auch zurück. Ja. Alter, das sind wir. Was wird das denn? Kann ich das mit Pfeiltasten machen? Ja. Da sind wir? Das sind doch nicht wir, oder? Leute, wir sind hier am Hadern. Wir sind hier am Hadern, ob wir wirklich sagen, hey, wir gehen den Fluss hoch. Wir sind so dreckig. Ich komme immer wieder Seen. Ich war noch nie so dreckig. Das wäre natürlich krass, weil dieser kleine Kackfluss, schon, bei der Aussetzung. Der mündet, da werden wir keine Fische finden. Und wenn wir am Meer... Digga, das sieht aus, als wäre ich schon 14 Tage drin gewesen. Wir sind da 2-3 Stunden durch den Wald, gar nichts ging da. Das ist krass. Sind, angeln können wir am Meer knicken. Wir müssen hier einen See finden. Da sind wir jetzt kein Fisch. Nehmen wir an, wir drehen jetzt um, zum Strand zurück. Brauchen wir nochmal eine Stunde. Da haben wir aber nichts zu essen, ne? Dann haben wir einen Tag, ist okay. Dann müssen wir morgen oder übermorgen hier nochmal durch. Und dann haben wir keine Energie mehr. Und ohne Energie hier durch unmöglich. Ich weiß nicht, ob das Video rüberkommt, das ist gestört, krank hier lang zu gehen. So, wir gehen erstmal zurück ans Wasser. Kein See gefunden. Wenn wir die nächsten Tage nochmal probieren, wenn wir noch genug Kraft haben. Das war nur der Ausgang. So waren die ersten 100 Meter in den Wald. An einer einzigen Stelle von unserer gesamten Küste. Wir müssen jetzt ein Lager suchen. Schade, ich hätte gern gesehen, Digga, wir sind unter Baumstämmen drum runter, wir haben uns die Säcke zugeschmissen, wir sind über, Digga, wir haben so kranken Hindernisparcours hinter uns, das ist nicht mit drin. Kommt dann vielleicht in der Uncut-Version. Wo wir am Wasser sind. Wo wir am Wasser chillen. Wir sollten jetzt hier aber auf gar keinen Fall ein zu großes Lager bauen und Baumaterial holen, weil dann müssen wir am Ende ja wieder neu machen, ne? Oh, das ist echt doof, wir werden zwei Lager bauen, eins am Wasser und eins am See, wenn wir noch einen finden. Wir sind Team Bauen und Brühen. Und wir können nicht bauen, weil wir keinen Spot gefunden haben. Na, jetzt können wir nur noch brühen. Oh. Digga, das war so befreiend. Wir hatten echt Angst, da drin zu verlaufen. Das hat einen mental so krass gefickt da drin. Ne? Kranker Scheiß. War das krank, aber wir sind wieder rausgekommen. Fühlt sich an wie ein Lose. Ist aber ein Win. Wir haben nichts verloren, wir haben uns nichts verletzt. Außer ein bisschen Energie ist weg. Aber wir müssen es hier nochmal zeigen. Also frisches, klares Süßwasser. Sieht anders aus. Das ist so braun. Das kommt halt direkt aus diesem Mangrovensumpf, ne? Ja.
Wir sind ja noch öfter lang gegangen, da stand das Wasser so krass. Das ist so ein Riesengebiet, wo überall dieses Sumpfwasser steht. Da bewegt sich so gut wie gar nichts. Das ist dann nur der kleine Ausgang. Das hat auch, wenn du ins Matsch trittst und sowas, das hat so gestunken und das ist das Wasser. Aber wir werden es trinken. Also die werden uns jetzt ja nicht hier rauslassen, wo wir kein Wasser trinken können, oder? Das kocht man ab und gut ist. Das kocht in die Richtung. Ansonsten sind wir diesen Spot hier gut. Wir glauben nicht, dass das Wasser hier, also ich bin mir relativ sicher, dass das Wasser nicht hier hochkommt. Ja. Wir hatten gerade. Ich glaube, ich vertraue. Der Spot befindet sich in der Flutzone. Plötzlich auftretende Springfluten können den Shelter erreichen. Ja, aber die kommen alle 3 Monate. Oh, Max, und wenn das Wasser doch hier hochkommt, ist es geisteskrank witzig und Max ist schuld. Ja, wir tun unsere Sachen da alle oben in Sicherheit. Und wenn wir halt in der Nacht nass werden oder aufwachen, dann ist es so. Wir hören ja auch, wenn hier Wellen sind, dann hören wir das und wachen auf, Alter. Ich schlaf richtig tief. Oh, da sind so tolle Seelöwen. Die sind ja so krass geil. Du schläfst an Wasserseite. Ey, ich freue mich so sehr, dass ich meine scheiß Brille auf habe. Nee, wir schlafen beide mit Füßen in die Richtung. Okay. Wir sind jetzt hier 2 Baumstämme hin. Dann machen wir ganz viele kleine Lattenrost. Hier ist genug Treibholz, haben wir ein Bett. 3 Beine drüber, Folie aufspannen, fertig. Toll, toll, toll. Weißt du was? Ich sage, wir können hier eine richtig geile Hütte aufbauen. Ja, ja, das ist unsere Strandhütte. Wir machen ganz locker. Wir wollen an Tag 10, ich weiß nicht, ob wir das noch machen, wir wollen an Tag 10 noch eine richtig fette Riesenwanderung machen, obwohl die richtig fette Riesenwanderung ist, glaube ich, durch. Glaube ich nicht, machen, ja. Es war krass, hier durchzugehen. Es war richtig krass, hier durchzugehen. Oh, das reicht mir nicht. Da kommt das Feeling nicht rüber, wie es tatsächlich da war. Aber vielleicht kommt das noch. Jetzt haben wir es mal geschafft. Bin kurz zu Knossel, schnell mal Knossel geholt. Wir haben es geschafft. Da sind wir durchgeklettert. Jetzt hält der Sprung, gell? Wenn das schief geht, soll ich irgendwie unterstützen? Nimm einen Stamm. Noch mal so ein Rätsmannsprung. Ich kann auch. Das ist nicht so einfach. Ja, was Kraft. Willst du? Was willst du? Zerrung. Und jetzt schau dir das an. Ich hab mir irgendwas gerissen. Ey, ich sag dir jetzt schon, wie viel Spaß haben wir? Wie schön ist es? Unsere Mädels jetzt schon. Wir haben gesagt, bleibt immer zusammen. Wir haben gesagt, mach keinen Sprung und so. Was machen wir? Klettern und springen. In den ersten 10 Minuten. Aber schau, genieß mal die Aussicht. Ja, hier ist Treibholz. Ist alles Treibholz. Wird hier alles gefüllt sein. Alles gefüllt. Bären! Bären! Das sind sie! Die können wir essen. Schau mal. Ey, sind da die alles voll mit Bären? Ich probiere. Ja, wir probieren. Lecker. Das ist die richtige Beere, gell? Keine Ahnung. Die sehen schon sehr giftig aus, Alter. Beere frisst? Schau. Das sind die richtigen. Sieht schon sehr haarig aus, die Geschichte. Ja, haarig ist richtig, gell? Ich weiß nicht. Doch. Ja, das ist der Kreuzschlitz da. Sag's nochmal. Ah, wir müssen auf die Blätter schauen, ob die oben glänzen unten. Ja. Ja, super. Das haben wir gelernt. Ja, klasse. Vorher habe ich mir aber eine reingeschoben. Bevor wir die Blätter gucken. Wir haben Bären gefunden. Erst essen, dann danach kontrollieren, ja. Lass mal erstmal abwarten jetzt. Boah, schau mal. Das ist alles. Boah. Das ist so schön, so ein schöner See. Aber wir sehen keinen Fisch. Gar nichts. Also so ganz, ganz, ganz Mini-Fische. Das ist krass. Es ist kein einziger Fisch da drin, Sascha. Ey, so eine Rasenfläche, ne? Hier unten haben wir einen kleinen Wasserfall. Also das ist hier eine unglaubliche Natur. Das ist wirklich unfassbar. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Sachen kümmern, dass die Sachen vorne mal wegkommen. Und überlegen, wo wir heute die Nacht verbringen. Und ich würde sagen, Sascha, wirklich. Hässlichster Wasserfall der Welt. Wir beobachten Ebbe und Flut. Wir machen heute Abend, wir machen uns einfach mal ein Bett und dann beobachten wir, oder? Das Bett im Vorbereitungsteam von Sascha und Knossi war, die hatten gar kein Bett, die haben auf dem Boden geschlafen. Und dann hat Knossi so geschnarcht, dass Sascha nur eine Stunde geschlafen hat. Und er war am nächsten Tag so geisteskrank im Arsch. Ich bin sehr gespannt, wie sie die erste Nacht machen. Erste Probleme von der Bäre. Sascha sagt, bei ihm kickt der Durchfall rein. Aber wirklich, es sind keine 20 Minuten her. Bei dir auch, oder? Bei mir brodelt's.
Es kann doch nicht sein, weil du hast nicht die falsche Beere gegessen. Wenn wir am ersten Tag. Ich futsch schon alle 10 Sekunden. Es kann nicht sein. Oder? Digga, natürlich brodelt das im Magen. Ich habe mir vor der Aussetzung im Flugzeug 5000 Kalorien noch reingeschraubt mit Nüssen und Powerriegeln und noch 6 Liter Wasser getrunken, damit man hydriert ist. Digga, ich musste die ersten 12 Stunden nur kotzen und scheißen gefühlt. Ey, Sascha, was kann passieren von so einer Beere? Das ist die richtige Beere. War doch oben unten matt, oben glänzend. Ja. Weil ich sag, genau so eine gibt's ja, die giftig ist, die genauso aussieht. Ja. Blau und unten die Einschnitte. Unsere hatte keine Einschnitte. Schon. Nein, unsere Beere hatte unten nicht diese Einschnitte. Doch, wird gezeigt. Eine Regel, isst keine weißen Beeren. Direkt die weißen waren die blauen. Aber die waren blau. Geil, Alter. Fahrplatte und Riesen. Sie ist auf jeden Fall offen, Mann. Also entweder kommen wir jetzt gleich in diesen Strauch und das ist scheiße. Ja. Oder da ist ein See. Oh Gott. Das noch? Ja. Oh, der Fluss. Hier ist Wasser, der wird größer. Der Fluss ist größer. Oh mein Gott. Die Frage ist, wie kommen wir auf die andere Seite, Bro? Durchlaufen. Oh mein Gott. Drüberspringen. Einfach drüberspringen. Gott. Was ist das? Oh mein Gott, das sieht so vielversprechend aus. What the fuck? Oh. Oh. Ey, da muss ich jetzt hier aber auch mal. Das, da hatte ich Angst vor. Das, da muss ich jetzt auch mal hier was sagen. Das sind Rasenflächen. Das ist Gras. Da mache ich Auge. Da melde ich ein Auge an. Ist angemeldet. Hallo? Oh. Oh. Okay. Wir müssen einfach durchlaufen. Guck mal. Was ist das? Meinst du? Ja. Schuhe sind eh nass. Schuhe sind eh nass, ist gut. Nee, Mann, komm, wir gehen rein. Ja? Ja. Okay. Wir müssen einfach dann. Aber wenn die da jetzt einmal durchgehen, müssen die doch immer wieder durchgehen. Unsere Füße trocknen, wenn wir ankommen. Ja. Ja. Aber, oder zieh ich die Schuhe noch aus? Meine, Wetter ist gut, Himmel ist klar. Ich glaube nicht, dass es. Oh mein Gott, geht das tief rein? Ja? Ach, wir sind gefickt. Warte, geh rein. Ich geh da einfach rein. Oh mein Gott, das sieht so nasty aus. Oh mein Gott, wir sind gefickt. Gib. Digga, das ist bis zur Hüfte im Wasser. Wieso? Oh mein Gott. Ey, Tom, jetzt kommt den anderen auch mal was gönnen. Ja, ich gönn denen das. Aber das ist ja auch cool. Also, ist ja auch, je schwerer dein Spot ist oder so, je außergewöhnlicher, desto schwerer ist die Challenge. Also, solange das beim Zuschauer rüberkommt, ist ja gut. Oh, kannst du den Sack nehmen? Ja. Oh. Digga, was ist oh, denn? Treibsand. Mach langsam. Mach Treibsand, langsam. Treibsand. Nicht zu lange stehen bleiben, Bro. Ja, ja. Scheiße. Treibsand. Fuck. Geh weiter schnell, Bro. Ja, ich steck fest, Bro. Nein, laber. Digga, wie tief ist der drin? Soll ich rüberkommen? Ich muss ja meine Tabletten retten. Sonst werden die nass. Digga, als ob das letzte Folge nicht genug war, dass er einfach in den Fluss reingefallen ist. Was ist das für ein Modus? Einfach Nilpferd. Digga, Kevin lacht die ganze Zeit, das ist so geil. Das ist genau der richtige Vibe. Das stinkt so krank. Ja. Okay. Das hat echt so jetzt ich, oder? Warum stinkt das so? Warum stinkt das? Haben wir mal hier jemanden im Chat? Das stinkt nach Scheiße, das Sumpfwasser. Warum ist das so? Wenn Sumpfwasser steht, warum muss das so heftig nach Scheiße stinken? Und warum ist das das Einzige, was wir trinken können? Ja. Ey, Bro, das ist Scheiße. Jahrelanges Standwasser. Bakterien. Oh, Bruder. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Meine Schuhe sind richtig voll gelaufen. Meine sind richtig voll matschig. Digga, ist das ein Kackstart. Oh. Aber schön ist es, ne? Super. Super schön. Digga, sah schon wieder so geil aus. Oh. Boah, sind hier viele von diesen Viechern. Mach einfach voll. Mm.
So. Okay, dann knall mal so eine Tablette rein, Bro. Ja. Yeah. Okay. Okay. Zumachen, halbe Stunde warten und dann können wir es trinken. Lass uns kurz einen Plan machen. Wir bauen jetzt hier das Shelter auf und übernachten hier heute. Ja, und lass da jetzt eine fixe Entscheidung treffen. Die haben jetzt ja den Weg zurück zum Strand. Da ist ja dieser, wo die jetzt dieser Treibsandtümpel. Da müssten die ja jedes Mal da durch, wenn die zurück zur Kiste wollen. Erste Nachtshelter. Bauen wir hier. Ja, wenn der Boden okay ist. Ich glaube, der geht. Das heißt, viel Moos ist von Natur aus weich. Ja. Wir können auf jeden Fall auf dem Boden pennen. Glaube ich auch. Dann würde ich sagen, breiten wir mal ganz kurz unsere Jacken aus, bauen die Sägen, bauen das Messer zusammen. Ja. Und fangen an, uns hier mal so einen ersten Shelter aufzubauen. Let's go. Was wollen die bei der Küste? Küste, OP. Küste, Treibgut, Loot. Looten, krass. Einfaches Erkunden. Moral, Wohlbefinden. Besser für Notfälle. Super leicht Abholung von der Küste für Notfälle. Und Essen im Notfall. Nahrung. Boah, das ist gerade eine scheiß Entscheidung, die wir treffen müssen, ey. Das ist wirklich nicht einfach. Kevin meinte im Stream, er hat unabsichtlich statt 32 nur 8 Tabletten mitgenommen zum Wasserfiltern. Und wir hatten eigentlich nur 10 dabei. Hatten zu wenig und Kevin und Rezmann haben uns noch eine, ich glaube auch noch eine 10er-Packung geschenkt. Die haben dann, anstatt dass die mitgenommen haben, die 10er-Packung, hat er die uns gegeben. Er meinte, die hat er übrig. Die kann er haben, er hat davon genug. Wie krass. Ey, danke Kevin, ne, dass du die Reinigungswassertabletten aus deiner Flasche rausgenommen hast und sie bei uns reingelegt hast. Weiß ich dir sehr zu schätzen. Danke Kevin. Ach, bleibt man hier oder geht man weiter? Er hat sie uns so gegeben. Er hat uns, boah, ich hat nicht gerettet, erwartet, ne? Dass wir so früh an so eine dicke Entscheidung gebunden sind. Alter, das kann alles entscheiden, was wir jetzt gerade machen, wirklich. Ja, 100%, Bro. Das ist jetzt der Ding zwischen wir machen 14 Tage und wir machen 3 Tage, wie Survival Udo meinte. Ja. Der Spot ist krank. Boah. Ja, wir müssen eigentlich hier bleiben. Ja. Also gut, im positiven Sinne. Der sieht cool aus. Ich glaube, unsere Wasserflasche ist auch gleich fertig. Halbe Stunde, ne? Ja, dann trinken wir jeder die Hälfte. Und füllen direkt wieder auf. Der Weg dann ist noch nicht. Wir fangen dann an mit dem Shelter. Mit unserem improvisierten Shelter. Ja. Boah. Ja, lass mal kurz 10 Minuten sitzen. Die Zeit müssen wir krass, haben. Krass. Sag ich ehrlich, das ist ein harter Start, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Aber wir kriegen das hin. Alter! Du hast gerade gesagt, bring das was hier lang zu laufen. Das ist eine zweite. Rumatra wollte da nicht lang laufen. Ich meine, wir müssen an der Küste lang laufen und erstmal looten. Flasche! Jetzt war eine mit, komm, steck ein. Digga, guck mal, den Behälter an! Ja, du hast recht, du hast recht! Frisch. Jedes Team darf eine Flasche mitnehmen, wir haben 2 Flaschen. Das ist so geil, irgendwo vom Bord gefallen. Guck dir das hier mal an, Leute. Quick-Tech. Das ist eine taktische Ausrüstung. Quick-Tech. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja, super, doch. Du hast gerade gesagt, ja. Lohnt es sich noch weiter zu gehen. So Leute, wir wollten jetzt hier gerade unser Dings aufbauen. Das ist eine Schlange. Geh mal aus der Sonne raus. Töten wir die? Wir töten sie nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Häuten? Bisschen. Ist nicht groß genug. Gar keinen Sinn, Max. Digga, ist das krank. Oh, ich wollte wirklich hier gerade unser Ding aufbauen, weil wir hier in der Quelle sind. Ich würde trotzdem sagen, wir bauen das hier auf. Die müssen wir wegtun. Wie? Ich dachte immer, wofür braucht man ein erhöhtes Bett? Scheiß auf die Insekten, aber jetzt sehe ich hier eine Schlange. Das ist ein Scheiß. Hol mal einen Stock, die tun wir hinten ins Gebüsch rein. Du musst nicht so einen Stock machen. Nee, ich hol einen Stock, ich mach's. Hä? Die ist rot. Wir sollten noch ganz doll vor roten Sachen aufpassen, oder? Nee, Farbe ist egal, hab ich gedacht. Sie versucht wegzukommen, aber schafft's nicht. Doch, schafft sie. Sie ist weg. Das für mich ist so das abgefuckt. Krank. Geh mal aus der Sonne raus. Digga, Rumatra stellt die zweimal in die Sonne. Kacke, genau hier unser Scheiß bauen. Hier wollten wir unser Shelter aufbauen. Digga, wieso kann die einfach im Boden verschwinden? Wie nervig. Scheiß Shelter. Das ist jetzt ja scheiße, hier baue ich ne? Nicht den Shelter. Leute, hier ist die Quelle. Seht ihr das?
Und hier zwischen. Das würde mich nerven, dass die weg ist. Ja, Digga, wenn wir genau hier. Die wollten wir da Shelter bauen. Den Bäumen wollten wir jetzt gerade bauen. Das ist jetzt durch. Ja, okay. Aber hier bauen wir uns ein Wasser. Oh, das ist doch schon weit weg, der andere Fluss. Das ist echt. So, wir sind wieder zurück am großen braunen Fluss. Das ist unser Loot bisher. Unglaublich viel Schnüre. Ein Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen. Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin. Eine Isomatte. Digga, die Isomatte. What the fuck? Danke. Danke. Alles Treibgut, was da ankam. Ist ja keins. Alles Treibgut, was da ankam, kam aus Malaysia. Wo ist das überhaupt? Da stand überall auf den Flaschen drauf. Malaysia. Ist ja offener Pazifik auf der anderen Seite. Hier, mach mal hier Maps auf. Kann ich euch nicht zeigen, sonst liege ich gefühlt meine Adresse. What the fuck? Okay, wie, das ist schon random. Das ist ja ziemlich, da ist ja noch Philippinen und Papua-Neuguinea und so ein Stuff. Okay, aber gut, aber Malaysia ist, alles kam aus Malaysia. Irgend so Badeurlaub mit der Familie, 2x2 Meter Isomatte, dann kommt ein Windstoß, zack. Dann ist das Ding im Meer, treibt irgendwie 6 Monate rüber, verfängt sich bei uns im Treibholz, bumm, wir haben eine Isomatte. Vielen, vielen Dank an die Familie aus Malaysia, die da nicht ganz aufgepasst hat am Strand. Und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Und so ein riesiger Hochofen zum... Guter Loot. So viel hat kein Team am Anfang gelootet. Erstmal gucken, was hast du für Treibgut. Anheizen. Ist ein Wespe. Eine Hummel. Oder eine Biene. Und jetzt wollen wir hier bauen, ja? Ja, wir holen jetzt die Flasche, was in der Flasche drin ist. Aber hättest du lieber Rasen gehabt oder die Isomatte? Also bei den Rasenflächen von Knossi und Papa Platte, die waren schon hübsch. Die waren schon toll. Die waren schon echt toll. Wir müssen wirklich, falls nachts ultra hochkommt, ja. Unsere Sachen irgendwo, wie kommt man, keinen guten Eingang nach oben, ne? Nee. Irgendwie ein bisschen höher. Du wolltest hier bauen? Ja, ja, müssen wir unsere, das habe ich aber gesagt, wir müssen unsere Sachen oben safen. Guck, hier ist direkt Frühstück, wächst an unserem Bett. Diese Himbeeren-Sorte da. Oh, die sind und die so schwarzen toll. Schlitzbeeren sind hier auch. Das ist toll. Okay. Wir hatten so Fake-Himbeeren, die waren extrem selten, aber die haben einen alles gegeben. Die haben einen alles gegeben. Das waren wie kleine Schokobombs hier auf Büschen wachsen. Ohne los. Leute, wir sind Team Bauen und Brühen. Wir haben ja noch nichts gebrüht und nichts gebaut. Aber wir haben trotzdem einen tollen Spot. Alter, wenn das so nass ist, das Wasser kommt bis hier oben. Das ist komplett nass. Also Wasser kommt hier richtig, richtig weit hoch. Okay. Das müssen wir echt im Kopf behalten. Ja. Das heißt, wir müssen hier sowieso, also wenn wir da reingehen würden. Hattet ihr Glück? Naja, wir haben guten Loot. Wir haben eine große Küstenfläche. Dafür ist unser Inland im Arsch, im Arsch, im Arsch, im Arsch. Sind wir halt eingesperrt. Weil nachts oder wann auch immer, ich glaube zweimal tägliches Ebbe und Flut, weil dann hier einfach das Wasser krass hochsteht. Ja. Da können wir einfach alles einpacken. Oh, aber die Flasche nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Einfach zum Fischdings fangen, oder? Ja. Machen wir so. Und das nehmen wir auch mit. Und oh, was haben wir denn hier? Mods, jeder, der im Chat Skip schreibt, Permaband für immer. Und das Plastik kann man als Pose für die Angel nutzen, das nehmen wir auch mit. Und das hier Köder, guck mal, hier sind überall solche Dinger. Die springen so, keine Ahnung. Sind das Mini-Krebse? Nee, die werden ja im Wasser. Alter, keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe jetzt immer boah, wieder alles voller Zecken. Das war ja in der Familie der Asseln. Die sahen aber klein, die sahen aus wie kleine Mini-Garnelen. Aber letzte Folge hieß es die Beschreibung, das sind verwandt mit Asseln. Hier so Kellerasseln, die immer so unter dem Blumentopf sind im Garten und so eine Scheiße. Die sind wiederum richtig ekelhaft. Garnelen, mein Lieblingsessen, Kellerasseln, absolut ekelhaft. Und es ist irgendwas dazwischen. WTF, sind das viele. Boah, das sieht für mich aus wie eine richtig fette Wasserkakerlake. Aber das sind so Urzeitkrebsdinger. Die konnte man ja früher als Kind, da gab's so, gibt's vielleicht immer noch so Boxen und da kannst du dir so... Asseln sind Krebstiere, ja, aber da ist ein Unterschied. Garnele, unglaublich toll. Kellerasseln zermanschen, frittieren oder grillen über der Flamme und dann essen ist schon... Also Kellerasseln, diese grauen Kackdinger, die immer unter Terrasse unter Stein sind, die sind schon eklig. Diese Krebse selber züchten, Alter, gibt dir das... Hey, alles voll mit Krebs, das kannst du ja keinem erzählen. Und hier schon. Also immer bei Ebbe runter ins Wasser. Dann gibt's Krebssuppe, ne? Mit dem so Ding. Mini.
Ja, man kann jetzt erstmal sehen, eben waren wir da drüben, sind jetzt hier reingelaufen, haben hier einen Spot gefunden, alles ist grün, spricht mehr dafür, dass das Wasser hier nicht so fix hinkommt. Haben uns jetzt hier hingesetzt, werden gemeinsam die Flasche auspacken, den Filter rausholen, trinken und dann mal hochlaufen, gucken, was da abgeht, hier vielleicht reingehen in den Wald und schauen, ob wir uns wohlfühlen. Genau. Boah, Zwillenbänder, das macht mich so glücklich. So. Zwille. Die echte Zwille dabei. Das ist dann fürs Taschenmesser, Draht, dein Kondom. Dein Kondom, wie random. Boah, stimmt, die Fallen. Ey, wir haben so unfassbar viel dabei. Es geht einfach raus. Ist das geil. Ist das genial, Hanna. Wahnsinn. Da war ich ja auch stark für. Im Hinterkopf behalten. Da war ich ja auch stark für. Dieses Titan-Auspuffrohr zum Kochen von Niklas on Fire. Oh, ich fühle mich hier so wohl und so zu Hause. Ich habe gar keine Bedenken, dass das nichts wird irgendwie gerade. Warte mal. Will man aber auch nicht so trinken. Ne? So ein bisschen andere Farbe hat das Ganze schon. Boah, ja. So, hat man da oben dran? Genau. Und? Schmeckt komisch. Warum schmeckt das komisch? Wasserfilter OP? Ja, den wollten wir nicht machen. Ganz klar. Haben wir gesagt. Kein Wasserfilter. Da wollten wir ohne. Wir wollten kochen. Hä? Warum? Das schmeckt richtig merkwürdig. Willst du mal? Weiß ich, also wollen wir uns selber als Challenge. Warum hat Sascha am Anfang von Staffel 2 noch ein paar weitere Gegenstände verbuddelt? Ist ja eigentlich schlecht fürs Überleben. Einfach so für uns als Challenge. Also Wasserfilter ist natürlich das Stärkste, was du in die Flasche reinpacken kannst. Nicht zu leicht, ist immer noch super hardcore, aber einfach so fürs Feeling. Weißt du, warum das komisch schmeckt? Weil wir waren jetzt das totale Chlorwasser und so weiter gewohnt. Und das hier schmeckt einfach normal. Echt? Ich finde, das schmeckt irgendwie... Schmeckt lieber mir zu Hause. Ja? Aus dem Wasserhahn. Okay, geil. So, wir sind jetzt hier schon unter dem Baum durchgekraxelt. Da vorne sind unsere ganzen Sachen. Und wir sind gerade am Überlegen, da geht ein Weg rein und da geht ein Weg rein. Aber Hanna sagt auch schon, das sieht hier so ein bisschen aus wie Stufen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir jetzt einfach mal Full Send reinlaufen. Ich sag, das geht voll krank hier runter, ja. Aber man sieht es halt safe gar nicht auf der GoPro. Oh, warte, ich habe eine Mütze verloren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, das ist es. Ja, ja. Alter. So war gefühlt die ersten 2,5 Stunden, als wir den See gesucht haben. Da ist es drauf. Ich sehe halt gar nichts. Bist du da durch? Ja, 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 ja. Das jetzt ist mal, jetzt haben wir mal Modus drin. Jetzt geht's los, so ist das. Das ist es. Schöne Waldwanderung. Ja, hammergeil. Aber hier ist aber auch ein bisschen Weg. Boah, da sieht gut aus. Boah, da können sie ja noch rüber gucken. Bei uns waren die oft so 4 Meter hoch, Alter. Wenn wir nochmal drüber gucken. Ja, oder? Ja. Alles verfängt sich. Digga, ich mit meinen 48, 49 Schuhgröße-Tretern. Und das war wie so Holzpeitschen. Du konntest da gar nicht lang. Ich war überall immer fest. Oh. Geil. Und ultra, ultra bergig. Immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Und irgendwie ja, diese ein See oder irgendwas, weil da ist so viel Luft ohne, seht ihr das? Ohne Bäume und das ist so ein dichter Wald. Ja, da ist doch was. Oder ist da was? Ich weiß ja nicht, ob da was ist. Oh doch. Oder? Siehst du was? Fuck. 0,000. Okay, das ist wieder relativ chillig. Boah. Gleich mal hier einen Sturz. So, wir waren jetzt oben. Also irgendwie hat sich das nicht Heimat angefühlt. Achso, hat sich nicht nach Heimat angefühlt? Baut doch da ein Shelter. Das ist doch super, da das Gebiet. Das ist doch ein schönes Waldgebiet. Mach doch hier jetzt hier. Das ist so krass. Es war überall so. Es war überall so.
hat sich das nicht einmal angefühlt, hat sich nicht heimisch angefühlt so. Und jetzt... Das ist doch geil. Mach doch hier jetzt, zack, Lattenrost hin, Dach drüber, bumm. Da schön Haus bauen. Geht das Ganze wieder runter, dann wollen wir mal in die andere Richtung scouten. Und ansonsten, ich meine, das ist ja ein super Spot hier, ne? Es geht einfach darum, bevor man da jetzt irgendwie sich einen krassen Shelter oder irgendwas baut, zu gucken, dass man es am Ende nicht bereut. Genau. Oh, Hannah. Wie soll da ein Bär durchkommen, wenn das vielleicht mal Trimax schafft? Also in so einem Regenwald, in so einem Mangroven-Regenwald, wo man nicht langlaufen kann, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es da keine Bären gibt. Weil es da auch keine Rehe oder irgendwas geben kann, was die jagen. Da ist Arschritze. Da gibt's Küstenwölfe, sag ich. Also ich habe keine Ahnung, aber ich sag, da gibt's Küstenwölfe und so Sumpfscheiße einfach nur. Ach, schon so weit. Und ey, das kann man sich nicht vorstellen, wie das hier runtergeht. Das ist so krank. Was soll denn da ein Bär machen? Das ist doch ein Albtraum. Ja, irgendwie, glaube ich, ist das Spot hier unten. Oder vielleicht da drin. Wir sind halt jetzt da reingelaufen, aber waren noch nicht auf der Seite. Da ist halt ein bisschen mehr moosig, alles vielleicht ein bisschen chilliger, aber irgendwie hätte ich auch Bock da nochmal. Ja, die schönen Wände. Oh, ich hätte Bock hier lang zu gehen, da ist so ein bisschen offen, da könnte es cool sein. Läufst du rein, 4 Meter über Büsche, kommst kein Meter drauf. Selbst wenn du jetzt zu diesem Baum da hinten läufst, um zu checken, weil es da offener ist, was da ist. Wenn du zu diesem Baum läufst, hast du 40 Minuten weg. Dann musst du 30 Minuten wieder zurück. Alle Energie weg, kein Essen gefunden, kein Spot gefunden, kein See gefunden, nichts. Und wieder zurück. Und dann probieren wir es hier hinten nochmal und nochmal das Gleiche. Frontal rein. Naja, irgendwie schon idyllisch. Wasser, Wasser, Wasser. Ein bisschen gelb ist das Wasser schon, ne? Aber durch den Filter kein Problem. Auffüllen, dass jeder von uns immer 1 Liter zu trinken haben. Das kostet jeder. Ja, Filter ist schon OP. Ist schon stark. Das ist schon mächtig. Packst du die Chlortabletten rein, schmeckt das wie Hallenbadwasser. Kochst du es ab, ist immer pure Asche und schmeckt einfach nur ekelhaft. So ein Filter macht schon Sinn, dass alle Teams... Haben alle Teams einen Filter dabei, nur wir nicht? Jede Menge Zeit, aber Wasser ist Leben. Ohne Wasser sind wir in 2 Tagen dehydriert und raus. Pappplatte auch nicht, okay. Hey, ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Der hat die übelst glatte Fläche. Also der ist wirklich so richtig glatt, als wäre der geschliffen. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Und jetzt habe ich hier gerade dran geleckt. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei, aber das fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Das lenkt ab vom Hunger haben. Und klar, ist jetzt, also wir wurden wahrscheinlich nicht mal vor einem... Steine bestehen in erster Linie aus Mineralien. Darunter auch verschiedene Salze. Je höher der Salzgehalt, desto stärker schmecken Steine. Nach Stunden ausgesetzt oder sowas. Der ist seit 2 Stunden draußen und fängt an, Steine zu essen. So geil, Jan. Aber man weiß ja, wie das ist. Der Rhythmus ist noch eingestellt auf Hunger haben und so was. Steinlecken, das is ist es. Digga, was machen? Die müssen nicht einen Shelter bauen? Der leckt einfach an Stein. Ich hoffe, das ist wirklich auch an Tag 10 oder so was noch geil. Nee. Jetzt gerade hilft es wirklich enorm. Muss ich dem Joey gleich mal direkt mitteilen. Ich habe übrigens was gefunden. Keine zu großen Hoffnungen, aber ein Kaugummi-Ersatz. Ja? Ja, ich habe tatsächlich so einen Stein gefunden. Der macht ihn so Hoffnung. Der ist ganz glatt. Und kennst du so diese Lutschbälle von früher, wo man so dran gelutscht hat? Ja. Da habe ich gerade das Gleiche, habe ich irgendwie damit auch gemacht. Bisschen Geschmack, salzig durch den Stein. Ja. Und wenn man dran lutscht, ist, finde ich, so ein Kaugummi-Ersatz. Noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Gerade rausgefunden. Ich saß da, hatte Langeweile. Sehr gut. Also, wir haben Kaugummi. Sehr gut einfach. Die kennen sich nicht, das ist die erste Aktion. So geil, Alter. Jetzt Wasser, jetzt brauchen wir nur noch richtige was zu essen. Das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen Beschäftigung, was zum Lutschen, was zum Trinken. Und jetzt ist es doch schon optimal hier eigentlich. Der Sommerurlaub kann beginnen. Jan hat was entdeckt und wir haben ja die große Kamera. Und damit können wir zoomen und da auf gefühlt
70 Meter ist ein Adler. Weißkopfadler. Weißkopfseeadler heißen sie, meine ich. Wir gucken uns das mal hier genauer an. Bin ich gespannt. Er sitzt einfach. Er fliegt hin und her, er sitzt da. Er macht uns das Leben zum Paradies. Der beobachtet uns. Ich sag dir eins. Davon hatten wir auch so viele. Wir hatten auch zwei Nester, die wir aussehen können. Also crazy. Also richtig krass. Richtig viele. Richtig viele. Der hat sein Nest irgendwo hier, ich glaube. Weil er wacht, weißt du? Ja. Sonst wäre er schon längst weg, hätte keinen Bock auf uns. Aber ich glaube, dass er eventuell hier irgendwo sein Nest hat. Habt ihr die gefilmt? Ich meine ja. Ich glaube, das Krasseste war, wo wir mal 6 oder 7 gleichzeitig gesehen haben. Das war, das, also da gibt es gar keine anderen Vögel gefühlt, weil die direkt von den Weißkopfseeadlern getötet werden. Das sind ja die ultimativen Predator, Alter. Holy shit. Oder das ist einfach sein Revier und der jagt hier, weil der stand da vorne auf dem Felsen. Ja. Und der guckt sich an und sagt, wer sind diese 2 Europäer? Was haben die hier zu suchen? Wir sollen hier abbauen, ne? Wir sind in 14 Tagen weg, also nur kurzen Urlaub. Wir sind jetzt hier oben. Da ist der Beach. Hier ist das kleine Flüsschen. Wir sind hier oben wie in einem Wachturm. Oh, schon wieder. Durchfall, ich spiel richtig. Wir haben die falsche Beere jetzt schon drin. Muss mal kacken. Echt. Ihr könnt euch auf eines freuen. Ich glaube, wird gut. Wird gut. Wir sind vorsichtig, wir sind umsichtig. Okay, wir können. Aber hier. Was sagst du denn zu hier? Ja, eigentlich super. Guck mal. Wenig Mücken, viel Durchzug. Ah, ich sehe schon ein paar Mücken, aber hier viel Material, viel Moos, viel Zeug. Jägerbett hier hin. Leider wenig geil. Naturdach. Aber dann bauen wir uns ein Dach. Muss kacken, Mann. Das muss er kacken. Knossel, ich kack jetzt! Passt. Bitte kein Durchfall. Unverdaut. Grün. Ist einfach grün. Komplett grün. Hat mir das gezeigt? Wir müssen uns dran gewöhnen. Wirklich. Wir teilen uns rein. Wir müssen. Warum muss man sich daran gewöhnen? What the fuck? Wo musst du dir den Scheiße Geruch gewöhnen? Nein, wer ist so? Wir werden uns so intim kennenlernen. Ich sehe jetzt deinen Stuhlgang. Ich habe noch nie deinen Stuhlgang gesehen. Und? Gehen die ja nicht weg? Warum gehen die ja nicht weg? Was spielst du? Ja. Film mich. Jetzt ist der Moment da. Du sollst ihn sehen. Ja, ich bin bereit. Das, was hinter uns haben. Was für ein Scheiß. Hose weg, runter. Ich mach gleichzeitig. Okay, wir machen gleichzeitig. Ich mach's jetzt. Was soll das jetzt? Du sollst ihn sehen. Und ich mach's jetzt auch. Eins seid ihr bewusst, okay? Ich war gerade im kalten Meer. Demnach bitte deine Fair- oder Beurteilung. Ich beurteile gar nichts. Ich einfach das mal kurz gesehen habe und fertig. Wir machen gleichzeitig. Digga, also wenn ich das mit Romatra machen würde, ich würde sofort den roten Knopf drücken. Das ist das Schlimmste. Wenn du bereit bist. 1, 2, 3. Digga, wie sie da stehen und die, den Bauch noch mitzeigen. Boah, ist der Peter. Was ist das? Die müssen doch ein Shelter bauen. Was ist das? Vor allen Dingen, da hat Sascha hingeschissen, 1 Meter neben dem.
Was ist denn das? Bist du gar nicht beschnitten? Bist du beschnitten? Digga, jetzt reden die noch über ihre Schwänze. Ja, klar. Scheiße, Mann. Boah, der ist aber auch jetzt ist kalt. Bei mir auch. Will ich doch. Was machen die da? Alter, hast du ja die Hände gerade mit der. Na, was? Nee. Nein, sie hat an seinem Schwanz gerochen. Was ist das für ein Modus? Das ist doch nicht Survival. Oder ist das gerade. Machen die Experten das auch, Fritz und Martin? Okay, jetzt reicht's. Das hat mir Otto nicht beigebracht im Briefing am Anfang. Im Training, davon war nicht die Rede. Okay, jetzt kann die Woche kommen. Okay. Zwei Wochen. Alles gesehen. Ey, danke. Stuhlgang, Zipfel. Aber jetzt müssen wir sagen, jetzt muss los. Geile Szene, wie kommt die auf so einen Scheiß? Okay. Da ist ein kleiner Krebs geklettert. Einen kleinen hab ich. Temptation Island. Losgehen. Wir haben schon erkundet. Unser Schamgefühl haben wir damit eben auch bereits jetzt. Komm, wie die Krebse mich angucken. Komm, ja. Schamgefühl ist weg. Ist weg. Das ist jetzt weg. Jetzt will man Shelter bauen, es wird finster, echt. Let's go. So, einige Stunden später. Wir sind wieder bei unserem Spot angekommen. Scouting haben wir jetzt beendet, es hat sich aber gelohnt. Wir haben sehr viel Zeit verbraucht, aber es hat sich wirklich gelohnt. Wir wissen jetzt ein bisschen, wo ein See ist. Wir haben einen sehr langen Weg genommen und haben dann einen viel, viel kürzeren Weg zurückgefunden. Genau. Haben Birken gefunden. Ja. Bären. Bisschen Müll. Also Bären mit Doppel-E. Sieht schlecht aus. Ja. Stehen da ein paar am See rum, aber nicht nennenswert. Und alles andere sieht auch schlecht aus. Pilze, auch gar nichts. Alles vermodert, alles kacke. Wir haben hier wunderbares Wasser. Seht ihr, wie gelb das ist? Ja. Schön, oder? Kennen wir aber schon. Das Waldwasser ist halt so. Riecht zumindest aber nicht kacke. Tuch von meiner Freundin, sorry, muss jetzt weg. Müssen wir auch Spannung machen? Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Stoff, weil wir müssen die ganzen Schwebstoffe so jetzt. Viel, ja? Nein, natürlich nicht. So viel, ja? So, ja, vielleicht so? Ja, vielleicht. Fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, das reicht ja schon, ne? Ja. Ja. Zack. So. Sehr gut. Stülpen wir das hier drüber und hoffen, dass es einigermaßen durchlässig ist. Schau. Ja! Oh ja. Oh ja. Das ist doch geil. Weil sonst setzt sich unser Filter zu schnell zu und deswegen direkt mal vorfiltern. So, aber wir brauchen noch viel mehr Wasser. Ja. Hast du auch so doll Durst wie ich schon, Alter? Alter, ja, hör auf. Ja, zwei Stunden, drei Stunden durch den Wald gelatscht. Ja. So, 1 Liter gefiltert. Hier, es ist immer noch gelb das Wasser, aber wird schon, ne? Passt dann damit aber auch gut zum Deckel. Oh, so ein Filter ist schon stark. Wenn ich mir das vorstelle, dass andere Teams jetzt abkochen müssen. Alter. Hey, was soll das? Ist safe. Ganz schön gierig. Ich hab richtig Durst, ne? Aber ist doch epischer. Jetzt Feuer machen, Wasser abkochen. Wir bauen jetzt erstmal nur irgendwas, wo wir halbwegs ordentlich drauf pennen können. Legen uns da drauf. Ist doch easy mit dem Blech. Und morgen, wenn wir den ganzen Tag Zeit haben, richtig, geht's dann in den Shelterbau. Ja. Und je nachdem, wie die Flut steht, boah, Alter, das halt hier richtig aus der Flasche raus. Und je nachdem, wie die Flut steht, geht's dann hier an der Küste auch ins Angeln rein. Ja, weil wir fühlen's gar nicht im Wald irgendwie. Nee. Also, da hinten, da ist es so trostlos, du kannst gar nicht weit gucken, weil hier alles so dicht ist. Das wird uns so auf den Gemüt schlagen, das ist uns zu risky, dass wir da durch rausgehen. Wir wollen weiten Blick haben, ja. Das ist geil hier. Ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil das Wasser steigt extrem hoch hier. Und deswegen müssen wir ein bisschen weiter nach da bauen. Wir machen uns den Weg frei, dass wir nach draußen sehen können, das ist ganz wichtig. Als nächstes bauen wir quasi die Säge auch. Genau. Schnitzen das stecken das Messer zusammen. Tag 1 ist krank, Leute. Es gibt so viel zu tun, deswegen müssen wir direkt weitermachen. Also wir haben hier gerade mal ein bisschen rumprobiert, keine Ahnung, so 5 bis 10 Minuten und wir haben uns dazu entschieden, tatsächlich einfach eine Fläche zu roden. Wir haben hinten super viel geiles Baumaterial, wir sind hier erhöht, wir haben trotzdem einen Blick auf den Ozean. Ja, krass. Und diese ganzen Sträucher, die ihr gesehen habt, schneiden wir jetzt einfach weg und man sieht ganz gut, vorher sah das halt alles so aus und wir machen uns jetzt hier erstmal. Das finde ich so toll.
Da geht mir so das Herz auf. Oh mein Gott, ist das toll. Der Spot von Fritz und Martin ist mit unserem am ähnlichsten. Das ist großartig. Das ist mal eine schöne Fläche, um dann hier eventuell ein Lager aufzubauen, vielleicht sogar die erste Nacht zu verbringen. Also wir haben ja, tatsächlich keine auch mit der Säge Wahl. Und so. Es gibt nirgendwo irgendwie einen richtigen Platz. Und wir müssen uns tatsächlich jetzt wirklich einen erschaffen. Und ich bin tatsächlich extrem froh, dass wir eine Säge haben. Dass wir eine fertige Säge haben, zusammengeschraubt. Let's go. Ohne hier irgendwas zu basteln zu müssen, sondern der Griffrand fertig. Reingeschraubt, große lange Säge, Abfahrt. Handschuhrand fertig. So, nur mal kurz. Sorry für. Hier, das ist jetzt der Ausblick. Sag mal, das ist ja der Spot. Das ist ja der Spot, der ist ja ganz. Wir sind ja auf einer Insel. Wir sehen ja ganz, ganz weit nach rechts weg. Ganz, ganz weit nach rechts sehen wir ja eine Insel in der Größe. Bei denen ist ziemlich weit weg links die Insel. Ist das die gleiche? Ja, das ist halt schon. Und da ganz hinten. Da auf der Insel war ein Nest. Natürlich, logischerweise. Ist ja, macht ja Sinn für die Seeadler. Da kommt nichts hin. Da kommt kein Tier hin. Da sind trotzdem unglaublich hohe Bäume. Also ich sag, besseren Spot für ein Weißkopf-Seeadler-Nest gibt es nicht. Da kommt kein Tier hin. Die sind da 30 Meter hoch in den Bäumen, direkt am Wasser. Das ist jetzt der Ausblick. Nur Schlangen? Boah, wenn das überhaupt. Ist halt schon. Und da ganz überhaupt. Hinten, da kommen wir her. Hier. Ah, okay, guck mal hier. Wir haben es auch gerade gezeigt. Von da ganz hinten kommen die her. Ja, das ist halt auch schon. Ordentlich gewandert. Da ganz hinten. Von da hinten kommen die her. Okay, die haben auch Strecke gemacht. Da kommen wir her. Gut. Geh mal ein Stück zurück, damit man das mal sieht. Ja, ist halt faktisch, es sieht halt krank aus, ne? Was man noch dazu sagen muss, ist krass, der ganze Boden hier unten ist Humus, yes, ne? Es ist wirklich richtige Erde, aber der ist klitschnass. Ja. Weil hier natürlich immer Feuchtigkeit drin hängt, auch der Nebel vom Meer zieht hier rein. Also da müssen wir echt gucken, dass wir dann auch was bauen, wo wir vom Boden wegkommen. Aber wir müssen uns überhaupt erstmal eine Fläche schaffen, wo wir überhaupt mal existieren können. Das ist krass. Ja, wo man einfach mal eine Tasche hinlegen kann, ja, und sie wiederfindet. Toll. So, wir müssen jetzt hier rein. Haben wir Loch gebuddelt. Was, Alter, guter Progress. Rein. Dann kommt da der Sand wieder drauf. Aber richtig hoch. Digga, wir machen ja hier Base Race. Wir haben den meisten Loot gelootet, weil wir schon fett looten waren. Jetzt geht's direkt ans Shelter bauen. Ich hoffe, dass es hält. Dann befestigen wir es noch daran und daran. Und dann müssen wir halt hier noch ein paar mehr Stöcker reinstellen fürs Bett. Aber es wird, wir haben leider sehr viel Zeit verschwendet. Nein, nicht verschwendet, what the fuck? Wieso nicht? Weil es einen Weg wissen, wie er nicht geht. Und wir haben, wieso baut ihr euer Bett so hoch? Naja, direkt neben uns hat sich gerade eine 30 cm Schlange in den Steinsand weggemogelt. Die ganze Zeit wieder gewonnen. Wir haben so viel Fahnen, so viel Wand gefunden, eine Isomatte. Ja, das stimmt. Ofen haben wir gefunden. Ja, das stimmt. Da hast du schon recht. Also wir können hier einen sehr coolen Shelter bauen. Warum hat Tomate insgesamt so ruhig und kaum gefilmt? Ey, das kann ich schon mal vorweg sagen. Man war ja die ganze Zeit im scheiß Survival-Modus. Und dann noch die ganze Zeit zu filmen, Kameras laden, Akkus wechseln, andere Kamera wieder raus, Kamera mitnehmen. Alles noch, du bist an deinem Limit und musst dann noch alles filmen. Ich habe von unserem Abenteuer 95% habe ich gefilmt. Weil Umatra gar kein. Ich war da auch teilweise sauer. Ich habe oft Umatra gefilmt, aber er hat oft nicht zurückgefilmt. Der hat sich schlichtweg geweigert. Wenn wir vielleicht mal 5 Stunden unterwegs waren und ich nicht gefilmt habe, dann hat Umatra vielleicht mal 20 Sekunden gefilmt. Definitiv. Daran liegt's. So, Zwischenupdate. Umatra ist in der Dachkonstruktion. Ich hole weiter Äste für Lattenrost. Treibholz ist ultra geil. Ist aber relativ schwer, wenn da noch Feuchtigkeit drin ist. Und das Durchsägen war hardcore. Also es ist wirklich sehr schwer. Aber dafür sind sie schon entastet und man muss sie nicht entasten. Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall cool, dass das schon so in Größen rumliegt. Ja, mit ganz wenig Kraft. Flacher. Digga, das ist so krank hartes Holz. Das ist nur zu 20% nicht durchgesiegt. Geiles Geräusch. Hab's dir gesagt. Haben wir so mit Physik, Alter, das wir Ding. Haben wir haben es mit Physik gemacht. Durchgemacht. Das ist so schwer, auch dieser Boden, ne? So Sand, schräger Sand und dann meine Stiefel. Ein Schuh, keine Ahnung, wog 2 Kilo oder sowas. Ich habe mich ja für die robustesten Schuhe überhaupt entschieden, damit ich nicht umknicke. Aber mit solchen Schuhen durch so einen Sand, ich kann euch sagen, jetzt schon vorweg, Schuhwerk von mir war ein Fehler.
Alter, wir sind hier die Ersten, die richtig am Bauen sind. Das wollten wir. Team Bauen und Brühen. Maggi und Knorr schlürfen und einen schönen Shelter bauen. So, Leute. Sons of the Forest hat sich gelohnt. Ja. Operation Braunes Wasser tritt in Kraft. Es ist klar, es hat keine Pigmente oder irgendwas drin. Es ist super cool, außer dass es braun ist. Aber es stinkt noch nicht mal, es riecht noch nichts, aber es ist braun. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben jetzt zwei Mikroforte reingepackt, nicht eine halbe Stunde gewartet, sondern eine Stunde. Was ist? Ja! Was denn? Ja, riech mal dran und sag mir noch, was es riecht. Chlor. Das riecht so geisteskrank nach Chlor. Wenn da noch irgendwas lebt, dann keine Ahnung, was da los ist, ne? Ja, klar. Das ist... Aber das Gute ist, das schmeckt wie in Kanada eine Cola Zero. Ey, ich hatte wirklich Schiss vor diesem Wasser. Ja? Und jetzt, wo es so nach Chlor riecht, bin ich so glücklich. Weiß ich nicht. Das ist wirklich, als würdest du so ein Erlebnisbad direkt aus der Rutsche trinken. Pures Chlorwasser. Gerade. Echt, okay. Du nicht? Also wer probiert zuerst? Wollen wir erstmal beide nur klein machen, nur? Ich probiere jetzt gerne. Okay. Schüttel die Flasche nicht so. Das war gut, aber ja. Und? Gibt's dir das Kraft? Es gibt mir geisteskrank viel Kraft. Wasser ist Leben, Alter. Das sieht aus, als würdet ihr Olivenöl trinken. Und? Nicht alles trinken. Boah, schmeckt halt wie ein Schwimmbad, ne? Ja. Warum haben wir zwei Tabletten reingemacht? Weil es 1,5 Liter sind. Das stimmt. Und das echt dreckiges Wasser ist. Ja. Scheiße, jetzt will ich mehr Wasser. Ja, ich auch noch. So, langsam, aber sicher geht jetzt die Sonne unter und wir haben unser Scouting erledigt, Hanna und ich zumindest. Ja, die Sonne geht unter, wir sind die Einzigen mit dem Shelter. Erledigt, Hanna und ich zumindest. Nicht erfolgreich. Wir haben keine Seen gefunden, aber das ist auch okay, das Leben geht weiter. Der Spot unten ist ja ganz geil, das heißt, wir werden jetzt da unten reinlaufen und denke ich dann die Tage das Shelter auf der rechten Seite Moos errichten, oder was sagst du? Ja, hätte ich auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich finde, das machen wir gut. Oh, guck mal, wie klein du gerade aussiehst. Nice. Boah, die Naturensöhne schon ihr fettes Shelter hingekloppt haben hier. Ja, Naturensöhne, also safe Villa einfach. Noch gar nichts. Egal, Alter, wir sind 3 Kilometer gelaufen an Tag 1. Die sollen alle ihre Schnauze... Oh, schon richtig auf Krawall jetzt hier. Ja, oh, Schnauze, wir sind... Ja, jetzt lassen wir die Aggressionen raus hier. Schuhe auch schon komplett nass. Jetzt ist einfach egal, Hanna. Boah, Schuhe nass. Ich lieb's. Wir haben Geld voll. Also ich find's einfach voll geil. Spürst du es auch gerade? Ja. Spüren wir es beide nach dem fucking Tag hier. Wirklich, die ganze Zeit irgendwo, wir filmen ja auch nicht alles, ne? Aber man fällt einfach teilweise in so Schlitzen rein, Bein bleibt stecken, Schuh bleibt stecken. Man denkt sich so, was geht hier ab? Und jetzt einfach diese, jetzt fühlt es sich gut an. Und genau deswegen macht man das, damit man weiß, man baut das Shelter an dem Ort, wo man sich heimisch fühlt. Und irgendwie, ich habe gerade einen Hoch. Boah. Holz, okay, hier genau. Der Kontrast Spot gefällt mir. Arsch, der Kontrast gefällt mir. Dass man bei unserem Spot und Fritz gar nicht reinkommt. Unmöglich. So bleiben wir in Wassernähe. Und die so ein paar Platte und Rätsmann so eine Wiese haben. So halb Sumpfgebiet. Finde ich geil. Dann ist es bei Teams unterschiedlich. Hab ich das Gefühl. Okay, was ist mit denen da? Spot, ja, auf den ersten Blick geiler. Dafür haben wir geilen Loot, aber ich mag, dass es unterschiedlich ist. Und diesen ganzen Bäumen hier. Lass die nehmen, Bro. Ich glaube, mit denen können wir was anfangen hier. Ja. Hier mit so einem. Stell dir vor, alle 7 Teams hätten den gleichen Spot. Ich finde das geil. Für einen Tripod? Für einen Tripod, ja. Sägen wir ab. Okay. Der hier, Bro, ja. Hier der. Ja. Sieg den mal nie. Oh, der lebt aber noch. Der Baum lebt. Jetzt ist der ganze Planet tot. Den dürft ihr nicht absägen. Die Tanne lebt noch halb. Jetzt stirbt der Planet Erde. Das war's. Ein Baum. Der war's. Der und der daneben auch wahrscheinlich. Ja. Vorbei. Und Planet Erde ist tot. Sämtliches Leben tot. So sauer? Ja, es ist... Digga, die Leute, die sauer sind, wenn man einen Baum fällt.
Ist das krass. Wundervoll. Hier ist, oder? Ja. Okay, Freunde, das hier ist cool. Das hier ist jetzt unsere zwei Tripods. Mit dem ersten, mit dem hier, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich sag ehrlich, der hier ist nicht so ultra geil geworden, aber das hier ist eh jetzt eher nur so vorübergehend, dass wir heute einfach rüber, also über die Nacht kommen. Und dann versuchen wir morgen da hinten das zu erkunden und hoffen, dass da ein See ist, Bro. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay, Dominik ist hier am Shelter dran. Bei mir ist aber ein ganz anderes Problem. Bei mir ist gerade Alarmstufe braun. Von braun. Alarmstufe braun ist bei mir gerade das Problem. Ich muss, seit wir losgefahren sind, übelst scheißen. Aber ich konnte nicht, als wir losgegangen sind. Und jetzt, ich sag mal, jetzt geht's halt los. Und ich glaube, es ist smart, wenn mein Körper frei ist von der Scheiße. Das stimmt natürlich. Befrei dich. Deswegen, Freunde, bauen wir uns jetzt aus meiner langen Unterhose ein kleines Klopapier. Nicht irgendwo dahin oder da im Wald, weiß ich noch nicht. Und dann machen wir's. Da wird losgeschissen. Lass mir noch ein bisschen Seil da, bevor du scheißen gehst. Ja. Yeah. Yeah. Dankeschön. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie gehofft, dass ich das nicht an Tag 1 machen muss. Hier wird's geschehen, Freunde. Ich will die Geschichte, die dabei hat. What the fuck? Ach du Scheiße, Digga. Ich teile mit dem Internet jetzt, wie ich scheißen gehe, Bruder. Ich hab das nicht gemacht. What the fuck? Was geht ab? Alter. Das war ein richtiger Chunker. Ey. Rest in peace an dem Bruder hier. Bro, das lief gut. Let's go. So ein kleines Tuch mit Scheiße in der Hand. Boah, jetzt fühle ich mich viel besser. Das war super worth it. Alright. Wenn man so in der Natur ist und scheißt, ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr Hundebesitzer seid, kennt. Der Hund läuft die ganze Zeit normal rum, dann scheißt der und wenn ein Hund geschissen hat, dann sprintet der erstmal 2-3 Kilometer rum und ist super glücklich und hat super viel Energie. Das habe ich da auf jeden Fall auch gefühlt. Ich glaube, ich hatte Cold Brown. Ich check, wo das herkommt von den Hunden. Hunde haben so viel Energie, wenn die geschissen haben. Gefallen. Wenn unser Spot sich morgen nicht verbessert, sage ich euch ehrlich. Dann wird es auch der letzte Code Braun gewesen sein. So, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich mache Parcours und ich habe mir als Challenge gesetzt, schon bevor ich wusste, dass ich überhaupt hier reingehe, dass wenn ich es ins Format schaffe, ich probiere jeden Tag mindestens ein Salto zu machen. Jetzt habe ich noch die meiste Energie, das heißt, heute fällt es mir nicht schwer. Sehr, sehr schwere Schuhe allerdings. Deswegen gehe ich auf Nummer sicher und mache das Ganze da von der Klippe. Ist quasi der erste Klippensprung auch hier von dem Aufenthalt. Rückwärtssalto, einfach mal rein. What the fuck? Digga, Jan kommt da hin, lutscht an Stein und macht ein Salto. Ja, das ist halt straight up geisteskrank. Richtige Jackass-Energie. Ja, das ist echt geil. Ich feiere das so. Der ist richtig eine Bereicherung für Twitch und YouTube Deutschland. Okay. Okay. Backflip Nummer 1 von dem Aufenthalt. Check. Jan streamt auch. Ja, klar streamt er. Das ist nur seine Reactions. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, sehr. Ja. What the fuck? Nicht schlecht. Danke. Jan hier. Ja, sicher. Geil. Und Jan, erste Tag. Wir haben gleich. Digga, die Sonne geht unter und wo pennen die denn? Geht die Sonne das unter. Das ist voll also spannend. Eine Stunde, eineinhalb ist dunkel. Ja. Ja. Ich bin persönlich bin bereit für den ersten Schlaf. Wir haben sehr wenig geschlafen, auch in der Vorbereitung, bevor wir ausgesetzt wurden. Ich wäre gerade bei einem kleinen Mittagsschlaf schon fast eingepennt. Also ich vermute, die erste Nacht, die wird recht easy, weil wir sehr müde sind. Bisschen gejetlaggt noch. Und wir haben da schon einen Ort bereit erklärt oder bereit, noch nicht bereit gemacht, aber ausgewählt, wo wir heute die erste Nacht verbringen werden. Bin ich sehr gespannt. Joey und ich, wir haben es gestern kennengelernt.
Ich meine, ich kannte Joey natürlich aus dem Fernsehen, von sämtlichen Formaten, hab gehört, was er schon auch alles gemacht hat. Und ich glaube, wir kriegen die Zeit hier gut miteinander um. Und der erste Eindruck ist sehr, sehr gute Teamchemie hier zwischen uns. Ich hoffe, das kannst du bestätigen. Auf jeden Fall. Wir, jetzt sagen erstmal gar nichts. Wir lassen laufen. Ich freue mich sehr. Jan ist ein absolut dynamischer Spitzensportler in das, was er tut, im Parcours. Und das verbindet. Ne? Ja. Menschen, die Sport machen, sind ausgeglichene Leute. Ja. In diesem Sinne. Auf 14 geile Tage hier im Paradise. Come on! Yeah! Fuck. Das sind Orcas. Was war ich da? Ach, Hilfe, so richtig. Das sind Orcas? Wahnsinn. Und da oben haben wir vorher einen Wolf gehört. Und da drüben, glauben wir allerdings, ist dieser dunkle. Aber auf alle Fälle kurze Roomtour. Was haben wir jetzt gemacht? Zeig alles mal, sauber gemacht. Zeig mal unseren Schrank. Da schlafen wir. Da liegt ja wieder auf dem Boot, so geil. Zeile und Teller und so. Da oben trocknet gerade mein Schlauchstall, den wir benutzt haben für Wasserfilter. Da ist die GoPro fixiert, da unsere Säge da oben, hängt da oben. Hier alles entspannt, einfach die anderen wichtigen Sachen. Hier unser Schrank. Da, erster Kleiderhaken, oben machen wir nur diese Jacke dran. Hinten ist auch ein Kleiderhaken, auch nur die Regenjacke dran. Da natürlich hier noch Handschuhe, Messer. Ja gut, normalerweise am Mann. Ja, ja. Ja. Und da haben wir unseren Kleiderschrank mit lauter kleinen Dingen. Alles, was wichtig ist. Auch hier Bärenspray, Feuerlöscher, hier das Erste-Hilfe-Kit, hier die Flasche beim Eingang direkt. Da ist gerade Mikrofon. Tour ist geil. Und tipptopp. Also, ich sag mal so: ist alles da. So. Vorbereitungen laufen. Das Netz von unserem Freund wird ausgerollt. Ja, das ist. Wir versuchen jetzt echt noch einen Fisch zu fangen. Wir versuchen es wirklich. Wir haben das Glück, dass wir wirklich einen super Spot gefunden haben da. Ist extrem weich, wie ihr gesehen habt. Da haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen, das Weichern. Das ist die Matratze. So geil. Zu machen. Aber wir haben uns entschieden, es ist definitiv weich genug für heute Nacht. Und wir wollen jetzt vielleicht sogar noch was fischen. So. Dieses Netz geht ins Wasser. Digga, scheiß doch auf Essen. Ich würde erstmal gucken, dass der Schlaf cool ist, oder? Noch mehr Matratze holen. Am Anfang wird er eh immer voll gefressen. So. Breitet sich aus. Wir schmeißen es da, wo kleine Fische sind. Die verheddern sich da drin, holen das Ding raus und es dürfte klappen. Und heute gibt es einfach noch so 30 kleine Fische zum Snacken. Wirklich, ich weiß es nicht. Na sicher. Ich weiß es nicht. Es wäre krass, aber wir haben gerade Wale gehört. Hinten. Alle kleinen Fische springen vorne. Es kann. Machen das jetzt. Wir gehen jetzt. Machen das jetzt. Mit dem Camcorder. What the fuck, Wölfe heulen. Das sind Wölfe. Hörst du das? Das sind Wölfe! Das sind Wölfe! Das sind Wölfe! Scheiße. Krass! Ey, dieses Wolfsheulen. Ich habe noch nie Wolfsheulen gehört. Du? Noch nie in freier Natur. Noch nie? Ich bin so gespannt, ob das jetzt klappt. Wo siehst du sie? Kannst du mir sagen, wo du was siehst? Ja, da vorne überall springen die. Wo? Überall springen die raus. Das ist der erste Wurf, den wir jemals hier machen mit einem Angelnetz. Das ist der erste Wurf, ne? Wirklich, es wäre... Oh, shit. Nur unten so. Ja, komm, das hat geklappt. Komm, es hat geklappt. Ich ziehe mal wieder rein, weil ich Angst habe, dass es hängen bleibt. Okay, nix. Nix, aber klappt. Aber schön zu wissen, dass es klappt. Was geht? Ich sehe sie springen. Boah. Der war gut. Bin weit rausgekommen.
Was? Direkt am Wolf. Wo ist ein Wolf? Da drüben, Mann. Und ist besser aus. Cool. Da ist ein Wolf, raus. Mann. Wo? Ja, direkt beim Strand, Bro. Da ist ein fucking Wolf. Fuck. Geil. Fucking Wolf, genau da, wo wir pennen. Wie geil, einfach in der Natur. Da komm. Bro. Wilder Küstenwolf. Bro, da kommt. Oh, hol diesen Mann. Wie krass. Besser aus. Hey. Krass. 50 Kilogramm Wolf. Ja, die hinterlassen große Tatzen. Große Spuren im Sand und überall. Aber das ist ja so ein Küstenwolf, der so sich vom Sumpf ernährt und dadurch um die Insel rennt. Aber richtig krass, den in freier Wildbahn zu sehen. Das ist auf jeden Fall geil. Aber Chat, hättet ihr da Angst vor dem Wolf? Nee. Respekt, ja. Aber Angst? Wenn ihr da jetzt pennt, wenn ihr jetzt direkt daneben pennt in der Nacht ohne Schutz, würde euch das, hättet ihr das die ganze Zeit im Kopf? Aber Wölfe sind schon sehr scheu. Ja, aber klar, also wenn ihr irgendwas, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang, wenn ihr jetzt so irgendwie so 11, 12 Tiere so ein Rudel euch angreift, dann ist natürlich tot, klar. Aber wie oft kommt das vor? Die sind ja sehr scheu. Ja, geile Folge, sehr, sehr geile Folge. Ich freue mich sehr auf die erste Nacht, wie dann alle tatsächlich pennen oder wie die Shelter aussahen. Aber Shelter-mäßig. Wir sind Team Bauen und Brühen. Wir wollten bauen, bautechnisch. Wir sind die Einzigen mit dem Trapperbett. Dann haben wir noch die Isomatte. Das ist super. Sehr zufrieden, Folge 2. Geil.